Haben Sie schon mal von der Akasha-Chronik gehört oder auch von dem morphogenetischen Feld? Wenn nein oder auch wenn ja, egal wie, Sie sind hier auf jeden Fall richtig, weil wir jetzt gleich darüber sprechen werden. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Format Kolloquium Spirit. Und warum behandeln wir das Thema Spirit oder Kolloquium Spirit? Weil wir glauben, dass Gesundheit nicht nur auf der physischen, also auf der körperlichen Ebene behandelt werden sollte oder behandelt werden kann, sondern auch das geistig-seelische ist eine wichtige Komponente im Zusammenhang mit unserer geistig-seelischen und auch körperlichen Gesundheit. Und ich freue mich auf meine Gäste, die ich heute eingeladen habe zu dem Thema. Also wir schauen mal, was bedeutet denn die Akasha-Chronik und das morphogenetische Feld. Und dazu habe ich sowohl eine Ärztin, Dr. Bakitnur ist bei mir, sie ist Ärztin, Heilerin und Medium. Jetzt werden Sie sagen, passt irgendwie noch gar nicht zusammen, aber sie wird ein bisschen was über sich erzählen. Dann ist noch bei mir Dorothea Muri. Sie ist Pfarrerin, Seelsorgerin und Hypnosetherapeutin. Und last but not least Krishna Premarupa. Er ist Hindu-Mönch der Krishna-Bhakti-Tradition. Ich freue mich auf meine Gäste und natürlich auf Sie. Bleiben Sie dran, wir starten gleich. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid und dass ihr mir für dieses Thema zur Verfügung steht. Akasha-Chronik und morphogenetisches Feld. Viele haben das schon mal gehört und man hat so eine gewisse Vorstellung davon. Ich habe mal nachgeguckt, was die Suchmaschinen so darüber hergeben und wie es beschrieben wird. Und vielleicht zum allgemeinen Verständnis lese ich einfach mal vor, was das Internet dazu sagt. Also die Akasha-Chronik bezeichnet in Teilen der Esoterik, vor allem in der modernen und anglo-indischen Theosophie und in der Anthroposophie, die deterministische Vorstellung von einem übersinnlichen Buch des Lebens, das in immaterieller Form ein allumfassendes Weltgedächtnis enthält. Es existieren auch ältere Vorstellungen eines solchen Weltgedächtnisses. Das überlege ich jetzt mal. Der Begriff Akasha-Chronik ist in dieser Form jedoch modern, theosophischen Ursprungs im deutschen Sprachraum, wurde er vor allen Dingen durch Rudolf Steiner geläufig. Esoteriker wie Rudolf Steiner nahmen für sich in Anspruch, in der Akasha-Chronik lesen zu können. Das sagen ja auch viele, dass sie die Akasha-Chronik kontaktieren, wenn sie mit Menschen arbeiten, um dort eben einfach zu lesen. Was gibt es denn noch in dem Zusammenhang für den Menschen? Was steht im Buch des Lebens über diesen Menschen? Das morphogenetische Feld, manche schmeißen die Dinge in einen Topf, aber dazu habe ich auch mal geguckt, was das Internet schreibt. Als morphisches Feld, ursprünglich als morphogenetisches Feld bezeichnet der britische Biologe Rupert Sheldrake ein hypothetisches Feld, das als formbildende Verursachung für die Entwicklung von Strukturen sowohl in der Biologie, Physik, Chemie, aber auch in der Gesellschaft verantwortlich sein sollte. Es spannt sich in einem unsichtbaren Netz um die Erde und bildet global betrachtet ein gemeinsames, alles durchdringendes Energiefeld. Also da gibt es jetzt durchaus Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Dingen. Ein Buch des Lebens, das eine wird mehr so wissenschaftlich beschrieben, es ist formbildend, Biologie, Physik, Chemie. Aber letztendlich können wir da viele Gemeinsamkeiten erkennen. Wir haben vorher im Vorgespräch schon drüber gesprochen, lieber Prema, dass es oft dem Vedischen oder dem Hinduistischen zugeschrieben wird. Aber du sagst, nein, es ist gar nicht so. Ne? Was habt ihr denn in eurem Glauben für ein Bild von der Akasha-Chronik? Gibt es das da? Ja. Also das Akasha-Chronik ist eben der Begriff, kommt aus der Theosophie, aus dem 19. Jahrhundert. Die vedischen Schriften sind 5000 Jahre alt oder älter. Also es ist schon eine andere Tradition oder ein anderer Hintergrund. Aber interessanterweise, das Wort Akash ist ja ein Sanskrit-Wort. Das heißt so viel wie Äther oder Raum. Und natürlich, deshalb wird es dann oft dann auch mit dem Hinduismus in Verbindung gebracht. Wobei, in meinem Verständnis, also die heiligen Texte und Schriften, die ich lese, da finden wir keine Informationen direkt über eine Akash-Chronik in dem Sinn.
Bitte entschuldigen Sie ganz herzlich diese kurze Unterbrechung, aber bitte abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal hier unten. Das dient nicht nur uns zur weiteren Verbreitung dieser Sendung, sondern wir können damit ganz, ganz vielen Menschen mehr Hoffnung schenken. Danke ganz herzlich und weiterhin viel Spaß mit der Sendung. Auf Wiedersehen. Wobei natürlich das Verständnis, also ich selber schließe das nicht aus, dass es eine Akasha-Chronik gibt, im Sinn von, dass im Verständnis, dass ja alles, dass es nichts ist per Zufall entstanden. Wir glauben an eine kosmische Ordnung oder ein, wenn Gott diese Welt geschaffen hat, dann hat das alles irgendwo eine Ordnung und einen Sinn. Und von dem her denke ich schon, dass natürlich, was immer in der Welt passiert ist in der Vergangenheit, was jetzt passiert und was auch in der Zukunft passieren mag, dass es irgendwo auch abgespeichert ist, oder dass da also sicherlich Gott weiß davon. Und das ist auch interessant, oder im Sinn von, dass, ich meine, die Astrologie zum Beispiel ist ein Hinweis darauf, über diese ganzen Zusammenhänge, also vedische Astrologie oder auch die westliche Astrologie, ich bin am 3. Februar geboren, 77 und zu einem gewissen Zeitpunkt, und das ist ja nicht per Zufall so. Oder die Sterne, die Planetenkonstellation sagt etwas über mich aus. Also es sagt aus über, wer ich bin. Also was ich, eigentlich sagt es darüber aus, über das Prarabdha Karma. Das heißt, wie ich in diese Welt gekommen bin, was nehme ich mit aus vergangenen Leben und was für eine Person bin ich durch vergangene Handlungen und Wünsche, wie wurde ich geprägt? Und das wird eigentlich in den Sternen wird das deutlich gezeigt. Das ist ein Hinweis dafür, dass das, was ich erlebe in meinem Leben, auch im Universum irgendwo sich widerspiegelt oder dass da diese Verbindung gibt. Von dem her, und das ist ja vedische Astrologie zum Beispiel, ist Teil der vedischen Schriften. So, da haben wir schon auch eine Verbindung zum Akash-Chronik im Sinn von, dass wir das auch jetzt in der vedischen Astrologie sicherlich kennen und verstehen. Mhm. Und da gibt es auch diese Palmblatt-Bibliothek. Ja, genau, das hatte ich gerade im Kopf. So, ja. Und ich selber habe vor etwa 12 Jahren war ich in Südindien und habe dein Palmblatt vorgelesen. Ich habe drei Palmblatt-Bibliotheken besucht. Ich habe bewusst drei besucht, weil ich wollte schauen, ob die alle das Gleiche erzählen oder nicht. Eine war geschlossen, die hatten gerade so Zeremonien ausgeführt, hatten keine Lesungen. Aber ich habe zwei besucht. Aha. Und das war eine interessante Erfahrung, weil, also für die, die es nicht wissen, aber die Palmblatt-Bibliothek, die Idee ist eben auch, dass vor 5000 Jahren irgendwelche Rishi-Seher, die eben in Verbindung stehen mit dem Universum, die konnten die Zukunft der Menschheit schon voraussehen und haben dann für gewisse Menschen das Leben niedergeschrieben, um denen dann in der Zukunft zu helfen. Das ist so die Idee der Palmblatt-Bibliothek. Und anscheinend über viele Generationen haben dann diese Bibliothekaren diese Palmblätter erhalten. Und ja, und ich war in zwei solchen Bibliotheken. Die eine war weniger spektakulär jetzt ich musste da im Vorfeld mich anmelden, 2 Monate davor. Ich muss mein Geburtsdatum angeben, Geburtsort, Zeit. Also die haben vielleicht auch einen guten Astrologen gehabt. Aber bei der zweiten... Die brauchen so lange, bis sie es raussuchen. Ja. Aber bei der zweiten war es schon ein bisschen mystischer im Sinn von, dass wir haben es nicht angemeldet. Wir kamen da hin. Ich musste den Daumenabdruck geben und den Anfangsbuchstaben meines Namens. Und dann haben sie gesucht dann nach meinem Palmblatt. Und nach einer halben Stunde kamen sie und haben angefangen zu lesen. Deine Schwester geht durch eine schwierige Zeit. Halt, ich habe keine Schwester. Ah, das ist nicht deins. Gingen sie zurück. Dann noch mal eine halbe Stunde gewartet und dann kam das Nächste. Dein Vater, und mein Vater ist gestorben, als ich 1,5-jährig war. Ah, das ist nicht deins. Und so ging das 3 Stunden, haben wir gewartet. Ja, mit dem Vornamen, mit einem Buchstaben des Vornamens. Aber dann plötzlich kam er und gesagt, okay, dein Name des Vaters ist Josef, ja. Deine Mutter heißt Ruth, ja. Du bist geboren am 3. Februar, ja. Okay, das ist deins. Und dann, das war dann schon eindrücklich. Oh ja. Aber klar, man kann jetzt auch fragen, ja, haben die irgendwie mit dem Fingerabdruck irgendwelche Daten? Ich weiß es nicht. Aber da gab es dann wirklich eine Lesung aus diesem Palmblatt, das dann einerseits über meine Vergangenheit gesprochen hat, was ich schon erlebt hatte, und das hat gestummen, und dann auch, was in der Zukunft passieren wird. Wie gesagt, das ist jetzt 12 Jahre her und es sind einige Dinge, sind tatsächlich auch schon eingetroffen, was vorausgesagt wurde. So,
das ist für mich persönlich, war das eine persönliche Erfahrung, wo ich gesehen habe, okay, da scheint es schon solche Dinge auch zu geben, die auch Teil der Tradition sind. Jetzt könnte man auch wieder sagen, okay, das hat man dir vorgelesen und es wurde zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Ne? Das könnte man jetzt auch wieder argumentieren, aber wenn ich ein Argument suche, dann finde ich für alles eins. Ne? Kann man auch so sagen. Es gibt ja gedankliche Konzepte, dass alles, was wir denken über uns oder über andere oder was wir fühlen, dass alle diese Dinge und natürlich auch, was wir erlebt haben, schon in diesem Leben, in früheren Leben etc. pp., alles in diesen Feldern gespeichert wird. Also es entgeht nichts diesen Feldern. Und alles ist da in dieser, manche nennen sie auch Matrix. Und wie steht ihr zu diesen gedanklichen Konzepten? Darf ich mal bei dir anfangen, Margit Neu? Ja, ich bin es als Ärztin in meiner Arbeit, ich war davon weit entfernt. Mhm. Ich habe weder Literatur gelesen, weder das alles angeschaut. Ich lebe in meiner alltäglichen Arbeit. Wenn ich komme, das ist das wildfremde Mensch, und dann sein Problem spricht an, ich nehme Geburtsdatum und alles und fange ich an zu sehen. Bilder sehen und und Verstorbene und weiter, manchmal fünfte gehen, sechste gehen. Und das ist das, diese Erzählung, diese Dinge. Und dann, wie hat es in jetzigen Leben abgespielt? Welche Verhaltensmuster hat verursacht jetzt dieses Vergangenes auf diesbezüglich? Und wie ist das? Was ist verursacht? Warum diese körperliche Beschwerden? Was der Sinn dahin, hinten und so alle, die Dinge fange ich an und die Menschen sagen, ja, das stimmt, das die Dinge. Und dann bis so dahin, wenn es um verstorbene Mensch geht, dass seine Gewohnheit und wie er war, vom Charakter, welche Charakterzüge hier ist das, warum ist diese Seele nicht erlöst, was ist da? Und dann, wenn ich diese ganzen Informationen, das gebe ich, und dann ist durch die Summa summarum, so viele Menschen, welche ich angeschaut habe, selbstverständlich, ich bin auch ein Mensch, welcher macht seine Gedanken, sagt, wo kommt es das? Und dann, was mir gezeigt worden, wo ich gereist habe. Ich habe es, für mich ist das, ich war in der Erhabene, wo steht, ich war Licht, ich habe meine Seele gesehen, ich habe meine Seele leuchtende habe ich gesehen, ich habe die allen gesehen, die stehen sie. Ich war in Rattestillen, ich war in Jenseits und in alle, wie ich gereist gesehen habe, was mir erzählt haben über die Entstehung und so alles, selbstverständlich meine Gedanken und dann jetzige Körper als Ärztin, was ich gelernt habe, studiert habe, wie funktioniert unser Körper, wie ist das, ich habe diese Quantenphysik oder diese Quanten, wie auf welche Ebene, Geschwindigkeit Ebene, Stoffwechsel muss laufen, um dass diese Körper funktionieren, dass nur allein Gehirn, unsere 200.000 Milliarden Gehirnzellen und in einer Sekunde in einer Zelle von 10.000 bis 100.000 chemische Reaktionen stattfindet. Also wie viel, es ist unzählbare Zahl, in einer Sekunde, wie viel Stoffwechselreaktionen müssen laufen, damit dass wir intakt hier sitzen und funktionieren wir. Auf welche Geschwindigkeitsebene? Was ist das? Licht? Was ist die Seele? Wo ist der Ursprung? Und was bringe ich? Und wenn da ich bin, ist das Ding gesagt, seelische. Es ist nicht abgesplittet Teil, das ist Teil. Wenn es mein Kind, meine Tochter oder so, wir haben alle Kenntnisse, was ich habe, mein Kind hat genommen und geht weiter mit diesen Erfahrungen, sei eigene sammelt. So ist das auch Gott, meine Seele. Diese Erfahrung, alle Erfahrungen fließen, der eine nennt morphogenetische Feld, eine nennt, das ist die Akasha-Grund. Es ist die Silberschnur und dieses Ding, das was Verbindung Seele zu dem, diese Allmächtigen, zu Licht, diese Worte hinströmt, ganzen Wissen. Es gibt die Menschen, die welche haben sie diesen Zugang, diese abzulesen, diese ganzen Informationen und die Lösung herzuholen. Aber es passiert, das ist mit der Hilfe und hier. Ich habe diesen Zugang. Mhm. Ich kann das davon reden, was ich rede ist. Und was ich möchte damit sagen, ja, geht nie verloren. Irgendwelche Erfahrung, nie eine Erfahrung geht nicht verloren. Denn ist das bewusste Teilchen von uns. Die sind die bewussten Teilchen. Die sind dahin und von dort kann man wieder her. Aber es kann man hier wieder, diese Informationen stören nicht den anderen. Aber fühle dich auch, das ist ja, störe nicht, ist du Informationen bekommst, versuche nie deine eigenen Gedanken reinzubringen. Jeder Gedanke, du kannst nur abzulesen, du darfst nie einen Gedanke haben.
nie ein unbewusster Gedanke. Nur dann kannst du rein, dass diese Dinge Informationen bekommen und diejenigen betroffenen Menschen geben. Und dadurch können die Heilungen eintreten und so. Deswegen ist das, gibt es. Nur die Namen, wie unterschiedliche Sprachen, jeder benennt das anderes. Mhm. Und für mich ist das, ich bin noch mal weitergegangen, Entschuldigung, Dorothee, diese Heilige Geist empfangen, ja, sagt man, ja, das mit Heilige Schein oder sowas, die Heilige Schein, was ist denn mit den Dingen, diese Geist empfangen und so. Seele, Geist, was ist der Ursprung? Geist, Seele. Für mich ist das mein Geist mit Verstand und ich bin gar nicht mal einverstanden, sagt, wenn der Geisterte. Wort ist, das verstehe ich nicht. Es ist die Dinge, für mich ist das Wissen. All Wissen, was dort. Wenn man von diesem Wissen bekommt, dieses Wissen, hier ist das. Das ist das, diese Geist, diese Dinge und das ist, wie hier bekommst du das Verstehen. Diese Verstehen von diesem allumfassenden Geist oder morphokinetische Feld oder ist das Akasha-Chronik. Das heißt, hier und für jede, nie ein Mensch, nie eine Seele geht nicht verloren. Mhm. Nie. Und welche Erfahrung trägt die Seele? Sie entsteht aus einer lichtpartikelchen Seele und ist die Selbstbewusstsein hat, nie auflöst. Ich habe da gesehen, mit Licht zu schmelzen, man hat Angst aufzulösen und verschwinden zu können. Nee, diese Seele ist das. Aber wenn das dieses Punkt, dann möchtest du nur schmelzen mit diesem. Es ist nur, das ist die eine Sehnsucht, die welche mit keinem Sehnsucht auf der Erde kann man zu vergleichen. Das habe ich erlebt, das habe ich gesehen, habe ich das, die Dinge. Und ich sage, es bleibt nie irgendwelche. Es ist die Dinge, Wissen und viele, die welche sagen sie, es empfangen sie einfach. Mozart, Bach, wenn man diese Dinge, die haben sie empfangen. Die viele wissen von diesen Zentralen, die steht zur Verfügung. Nur wir Menschen müssen wir, einzig glaube bei mir, ist das die Dinge, mein Vater hat, ich bin, wurde in die Schule gegangen, ja. Da hat er, wenn ich mal Mathe nicht oder in die Universität nicht kam zurecht, habe ich gesagt, kannst du mir da helfen? Da hat er mir, das hat genommen, ja. Mit aufmerksam zu, hat angeschaut, gesagt, hat gelesen. Es ist nicht nur einfach zugemacht oder so. Hat achtsam genommen, gelesen. Also, mein Kind, hat er gesagt. Jemand hat das ausgedacht. Und du, mein Kind, du denkst, dass du jemand hat ausgedacht, kannst du keine Lösung finden. Du kannst nicht nur die Lösung finden, du kannst dir selber so eine Aufgabe ausdenken. Geh, setz dich hin, ja? Und komischerweise bin ich zurückgegangen, habe ich sofort gekannt, diese zu lösen. Diese, du kannst. Das Zutrauen. Zutrauen, du kannst. Das Problempunkt, wir sind hier Menschen, das, was ich tue, ich bin nicht der Einzelne oder sowas. Ja? Ich denke, dass durch meine Arbeit, durch meinen Glauben, ich war immer im Glauben, mein Glauben ist fest. Ja? Ich habe es nicht gesucht in bestimmte Religionen, ich habe mit meinen eigenen Worten und ich habe tagtäglich Intensivstationen ums Leben meiner Kinder. Und die Kinder, meine, sage ich, für mich waren die meine Kinder, diese Kinder, die welche am Sterben und so lagen, ja, oder so. Und da, ich habe mit den, um diesen Kindern, und da, ich bin mit den Kindern auseinandergesetzt und dann gebeten für denen. Ob die sind die Christen, ob die sind die Buddhisten, ob das die Dinge, aber ich habe mit meinen Worten, denn ist mein Vater hat gesagt, ich habe sie gebeten und hat gesagt, mit eigenen Worten, bitte einfach, brauchst du das? Und so, ich möchte sagen, es ist die, meine, ist das die Vorstellung, so habe ich in jeder Religion, was Morphogen, Dakasche, da ist das der Heilige Geist empfangen. Ich habe es verstanden, Hintergrund von meiner Sucht, von meiner Erfahrung hier. So was gibt es. Das ist ja gut. Es gibt ein schönes Sprichwort, das ist jetzt nur ganz nebensächlich, weil du jetzt gesagt hast, es ist eigentlich egal, welche Religion. Ja, ne? Ja. Eine Religion ist wie eine Bergbahn, mit der fahren wir zur Bergstation, und dann gibt es aber immer noch ein Stück,
zum Gipfel, weil keine Bergbahn geht bis auf den Gipfel. Ne? Und das letzte Stück, das muss man dann immer selber gehen. Also eine Religion kann uns immer nur bis zu einem gewissen Punkt begleiten, aber letztendlich dann die letzten Schritte zur Vollendung oder zur Erleuchtung oder wie auch immer, die machst du alleine. Genau. Mhm. Ja, nur so nebensächlich. Wie sieht's denn die christliche Tradition mit dem morphogenetischen Feld? Es gibt ganz schöne Sprüche, die ich als Pastorin oft auch bei Beerdigungen benutzt habe. Zum Beispiel so der Satz aus dem Alten Testament, ich sammle deine Tränen in einem Krug. Aha. So, wo Gott das einfach zu jemandem sagt, der traurig ist. Das fand ich immer wahnsinnig schön, so zu wissen, dass irgendwie Trauer und Schmerz irgendwie gesehen ist. Mhm. So dieses Gesehensein, das hat mir schon immer sehr gefallen. Nur bei Wikisana haben Sie die einzigartige Möglichkeit, direkt mit unseren Experten in Kontakt zu treten. Erhalten Sie noch heute Antworten auf Ihre spezifischen Fragen von den Experten Ihrer Wahl. Genau, es gibt in der christlichen Tradition auch den Anspruch vom Gedächtnis Gottes. Also, dass Gott einfach sich wirklich einfach an alles erinnert, dass er alles sieht, alles bewahrt. Genau, das haben wir das auch. Das hat man auch zu Kindern, ne? Gott sieht alles, gell? Ja, aber nicht genau, aber jetzt nicht so im Sinn von, ich setze mich auf die Finger oder so, sondern mehr im Sinn von, er sieht auch das Leid, er sieht auch das, was ich nicht aussprechen kann. Er sieht mich, auch wenn ich sonst nicht so gesehen werde. Das hat mich immer sehr getröstet in dieser Tradition. So zu wissen, da gibt es irgendwie eine Kraft, eine Energie, die mich sieht und die mich hört, auch wenn ich es nicht aussprechen kann. Aber was mich dann sehr fasziniert hat, war, also ich habe ganz jung habe ich angefangen mit Familienstellen. So eine systemische Therapieart, spannend, ja. Genau, Familienstellen. Ja. Und da war ich immer so erstaunt, wie das funktioniert hat. So, vor allem, wenn ich dann Stellvertreterin war, wenn dann jemand kam und gesagt hat, du spielst jetzt meine Schwester und sie hat mich dann hingestellt und du spielst meinen Vater, so und so hingestellt und dann standen wir und wir wussten von der Geschichte nichts. So, wir wussten einfach den Namen und wir wussten, es geht jetzt um die Herkunftsfamilie, aber wir wussten nichts von dieser Herkunftsfamilie. Und dann stellt der Therapeut, schiebt dann die Menschen rum, die Stellvertreter, die eben für die verschiedenen Familienmitglieder stehen, auch sogar für die Verstorbenen. Und da ist mir wirklich mal passiert, also zuerst kriegte ich wahnsinnig Kopfschmerzen. Ich habe nie Kopfschmerzen. Und dann hat die Frau, die am Rand saß und deren Schwester ich spielte, hat gesagt, ja, spannend, meine Schwester hat eine Migräne. So. Und dann ging es irgendwie weiter, da wurde irgendwie ein Mann vor mich hingestellt, also der Vater, der Mensch, der den Vater gespielt hat. Und da fiel ich um. Und ich bin doch tatsächlich eigentlich standhaft, ich falle nicht einfach so um. Mhm. Und das war wirklich so, wie wenn mir der Boden unter den Füßen weggezogen worden wäre und ich bin hingefallen. Mhm. Und ich habe es nicht verstanden. Und die Frau, deren Familie gestellt wurde, die hat dann gesagt, scheiße, ich habe die Schwester gespielt und ich habe das ja nicht gewusst, die sich vor einem Jahr umgebracht hat. Und die hat ein paar Jahre vorher immer wieder mal gesagt, sie sei vom Vater missbraucht worden und das hat ihm niemand geglaubt. So, und wie dann der Therapeut den Vater vor mich hingestellt hat, bin ich umgefallen. Mhm. So, und ich kriege immer noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und für mich hat es dieses morphogenetische Feld, da glaube ich auf jeden Fall, also ich habe es am eigenen Leib erfahren, dass da irgendwie plötzlich ein Wissen möglich ist, ohne dass man weiß. Einfach, dass da plötzlich irgendwie in was drin ist und irgendwie in Kontakt kommen kann mit einer Energie, die größer ist als nur mein kleines Fleischklößchen hier auf dieser Welt. Bestätigt Schuss. Auch wieder das, was du sagtest. Ja, das ist ja alles, was die Aura sagt, die energetische, das ist Austausch, ja. Wissen und das ist im Feld diejenigen, wenn du drückst in sein Wissen, dann kommt dieses Wissen rein. Es wäre schön, wenn die Lösung klarer kommt. Mhm. Ja, aber das stimmt. Das ist interessant, weil im Vedischen haben wir das Verständnis von Manasa, also dem Geist, denken, fühlen, wollen. Und eine Funktion des Geistes ist auch, dass alle Erfahrungen, alle Eindrücke, die wir jemals machen werden, abgespeichert. Mhm. Also das heißt,
jetzt ich als Lebewesen, wenn ich auch über mehrere Leben hindurch durch verschiedene Körper wandere, jetzt im hinduistischen Verständnis mit der Reinkarnation, alles, was ich erlebt habe, ist abgespeichert in mir. Und das ist klar, das ist im Unterbewusstsein, aber das prägt mich, wie ich als Mensch in dieser Welt funktioniere. Aber nichts geht verloren, es ist alles abgespeichert. Und das ist Teil, das wird ganz klar beschrieben, auch in den Schriften, als Teil des feinstofflichen Körpers, des feinen Körpers. Und es scheint so zu sein, dass eben so wie ein Individuum so ein Speicher hat, so hat auch das Universum ein Speicher. Also dass eben nicht nur das Individuum, sondern auch der Kosmos quasi eben einen Speicher hat, wo alles gespeichert ist, was hier passiert ist. Und dann diese Familienaufstellung finde ich ein schönes Beispiel. Ich hatte selber auch Erfahrungen damit, wo man dann eben plötzlich irgendwie Zugang kriegt zu einer Energie, zu einer Emotion, zu einem Wissen, was man sonst gar nicht hätte. Ja. Und das ist ja ein Beweis dafür, dass solche Verbindungen dann möglich sind. Ja. Mhm. Ein tolles Beispiel. Ja. Was mich dann sehr fasziniert hat, ich habe dann ja Theologie studiert und habe dann meine Masterarbeit geschrieben über das Familienstellen. Es ging dann um Familienstellen und weitere, also weitere in Anführungszeichen, weil doppeldeutig, also andere und genau, wie auch immer, weitere Wege zur Versöhnung. Und was mich dann so gepackt hat, war, dass ich im Alten Testament Stellen gefunden habe, wo Gott in den Mund gelegt wird, dass er sagt, ich werde dich für das und das belohnen bis ins zweite Glied und ich werde dich für deine Sünden strafen bis ins vierte oder an einer Stelle sogar bis ins siebte Glied. Und das hat mich so erschüttert, weil das, was ich so im Familienstellen mitgekriegt habe, war tatsächlich, dass man manchmal einfach Lasten trägt, die nichts mit mir zu tun haben, nichts mit meinen Eltern zu tun haben, sondern weit, weit zurückgehen. Wo man plötzlich wirklich wie zurückgeht sind da noch Großeltern, sind denn da noch Urgroßeltern? Und wo man plötzlich das Gefühl hat, Mist, das geht ja so weit zurück, Unrecht, das nicht ausgesprochen wurde, irgendwie Menschen, die nicht gesehen wurden in ihrem Leid, wie das einfach weitergeht. Und ich habe dann das so zusammengetragen, wie ist das jetzt mit dieser Gottesvorstellung? Ich bin dann zum Schluss gekommen, dass es sicher nicht Gott ist, der das will, sondern dass man das wie Gott zuschiebt, dass es scheint wie ein Natur, also dass es wie ein Naturgesetz zu sein scheint, dass es so ist, dass es weitergeht und weitergeht, so dieses Leiden. Aber ich bin überzeugt, das ist nicht Gottes Wille. Und damals habe ich mich entschieden und ich will das vierte Glied sein. Und egal, was jetzt war, was früher war, mit mir soll das jetzt einfach aufhören. Ich möchte jetzt einfach, dass all das jetzt nicht an meine Kinder weitergeht oder ins morphogenetische Feld geht. Oder ich möchte jetzt einfach, dass all das, was ich erlebt habe, dass es irgendwie so dass ich, wenn man einen Film drehen würde über mich, dass es mit mir ein gutes Ende gibt. So, oder einen guten Neuanfang oder wie auch immer. Und das ist immer noch so eine Kraft, die mich treibt und die mir ganz viel Würde gibt. Dieses Wissen um das morphogenetische Feld. Ich finde, das verleiht einem so viel Würde, zu wissen, meine Erfahrungen, die zählen. Es kommt drauf an. Und ich kann einen Beitrag leisten. Ich kann positiv was beisteuern. Und wenn nicht mal positiv, aber schon nur, wenn es ein Fehlerschlag ist, auch wenn ich jetzt irgendwie einen Weg gehe, der in die Irre führt, immerhin, es wird eingespiesen ins große Gedächtnis und dann wissen vielleicht ganz viele, dass dieser Weg ein Holz ist. Können vielleicht andere lernen davon. Ja, genau. Wenn ich drüber spreche, und wenn ich es zu tun wage. Ja. Ja. Aber diese, was du jetzt hast du gesagt, das ist der Ding, was für mich ist, durch meine Erfahrungen, diese morphogenetische Welt, es geht so, jede individuelle Feld, jede ist individuelle Familie, seine Geschichte und alles, das macht auch um die Erde Dichte, das ist die Ding, Dichtheit. Und das kann auch uns schließen, abschließen von Göttlichen. Und das, was wird es da hier versucht, das zu tun. Und das geht es jetzt, das so abzuarbeiten.
Da ist die fünfte, sechste, siebte Generation, denn wenn ich in diese Kette wiederholt diese Gewalt, warum? Weil die Seelen kommen, wollen sie das lösen, nicht gelöst, wieder verwickelt. Und wenn ist das jetzt Dorothee, ist das da, welche Kette sie war verwickelt, wie ist das, was meine Erfahrung, warum sie will jetzt letzte, sagt sie jetzt, ist das dann bewusst, ist das zu lösen? Und diese bewusste Lösung, es geht diese Familie, ganzen Geschichte, so viele Seelen, die welche mit in diese Dinge involviert sie werden, gelöst, nicht nur sie allein. Ja? Mhm. Und dadurch diese Dichtheit, diese Familie, dieses Bewusstsein, das ist die so viele Seelen, welche in Zwischenwelten gesteckt, die werden sie erlöst. Die sind in ähnliche Geschichten, die werden sie erlöst. Und das lockert sie, morphogenetische Welt, von gesamten die Erde. Und das geht, dass die wissen, denn ist das die auch diese in göttliche, in diese all diese Feld, da möchte nicht nur, dass der Leid steckt, da ist das, das möchte in lichten, liebevolle Gelassenheit und das die hier löst sich, diese Spannung und durch die Spannung, dass man Ursprung man erkennt, dass wir wissen, wo wir sind, wohin gehören wir, wer wir sind. Es ist, man sagt, hey, die Seele, diese Teilchen, holographische Teilchen, was bedeutet, wenn die Spiegel nimmst du, ja, ein Teil bricht ab von gesamter großen Spiegel. Aber wenn du in diese seist, er hat ganzen Erschaffenheit von diesem großen Spiegel. Du siehst doch dich selbst, auch in kleine, ja? Der hat doch Spiegel, ja, das ist der Spiegel. Und so, ich habe diese Erfahrung von Großen in meine Seele. Nur ich muss es diese Spiegel, wenn die Seele, du musst entfalten, um dich zu entfalten, sich befreien von diesen Ketten, von dieser Dichtheit. Und dann entfaltest du, und das geht so, wir haben von dieser Ebene, eine Ebene, absolut Nullbewusstsein, Bewusstseinsebene, menschliche Bewusstseinsebene, und dann göttliche steigen, was das man versucht. Wie? Wenn ich dir auf die menschliche Ebene diese meine Verwicklungen, in diese Leitverwicklungen, das ich löse auf. Mhm. Und dann lockert sich, und dann ist das meine Verbindung steht. Das, so, was ich erfahre, was ich selber, ich habe mir, das ist meine Erfahrung, was ich durch diese Erfahrung, ich mache mir, sage ich, ja, was ist denn der Sinn? Was ist das denn? Und das, was ich erlebe, was ich sehe, ist, was ist dadurch meine Meinung, das sehe ich. Und das ist die, auf, mit meinen Worten, mit meinen Erlebnissen, das zu sagen, darum geht es. Das. Darf ich nochmal fragen, ob ich das richtig verstanden habe, wie du das erklärt hast? Also, das morphogenetische Volk verdichtet sich mit jeder Feld verdichtet sich Volk verdichtet sich mit jeder um die Menschen diese Dichtheit, wenn wir alle Leid stecken, ja, dann ist das diese Feld rum um die Erde durch die Leid verdichtet sich, deswegen ist der Zugang zu diese göttliche, diesem Moment. Das ist die dicht und das ist die schwieriger wird. Wie irren, das durch die Kriege entsteht, durch die Gewalt, diese Dinge, die, alles ist dichter wird es. Um das, diese Dichtheit lockere Wissen, Göttliches zu erkennen, um ins Freie sein, das ist die Aufgabe, so wo sie ist in ihrer Familie, diese Löse, diese siebte, dann ist das diese Familie sich atmet, frei wird. Und so, dass wenn du deine Familie, ich meine, das löst sich gesamte, diese Lösung, löst diese Dichtheit rum um die Erde und Zugang zu diesem Feld, zu dem Allgöttliche, es wird breit, dann ist das nicht siedelnd so, ist das nicht, dann wird nicht einfache Schnur, dann wird eine Breite sein. Das macht vor allem deshalb auch dann besonders Sinn, wenn man sich vorstellt, dass vielleicht Zeit nicht linear ist, sondern dass vielleicht ganz vieles gleichzeitig stattfindet. Genau. Und dass, wenn in dem Fall ich irgendetwas löse, dass ich das dann eben nicht nur für die Zukunft löse, sondern sogar in die Vergangenheit auch löse, weil das ja gleichzeitig löse Vergangenheit und befreie Gegenwart und dadurch kann ich meine Zukunft auf mich zukommen. Ich kann Schöpfer sein von meiner eigenen Zukunft. Mhm. Es geht es nicht, dass ich Zukunft nehme ich so einfach an. Es geht die Schöpfer zu sein, dass ich bin die Schöpfer. Mhm. Und dann, wie kann ich meine Gegenwart, dass die Dinge, ich muss vom Vergangenen. Deswegen, du reist in Vergangenheit. Und damit, dass du in Gegenwart, damit, dass du Zukunft kannst du so gestalten, wie du es möchtest. Ich bin Schöpfer meiner Zukunft. Aber wie kann ich sein? Das ist das der Sinn. Ganz genau so. Das ist das der Punkt. Dann habe ich den Zugang. Dann ich bin der Schöpfer meines eigenen Ich, mein eigenes Leben, mein eigenes diese Dinge und wo ich hingehöre, dann bin ich ja
weiß ich ja, dann Gott ist das Gott, dann ist das die Seele deine, ist das Teil des Gottes, das spürst du ihn hier, ist das hier in dir, such nicht irgendwo anders. Ich finde auch der Gedanke noch spannend, auch vom eben dieses Verbundensein mit dieser Akasha-Chronik oder mit diesem universellen Verständnis. Ich habe auch Vertreter dieses Akasha-Felds, die haben auch davon gesprochen, dass es eben in allen Traditionen gibt, Menschen, die diese Verbindung hatten. Und eine Person, die erwähnt wird, zum Teil ist auch Narada Muni. Und Narada Muni ist ein großer Weiser aus der vedischen Tradition, eine ganz berühmte Figur, die in vielen Geschichten auch immer zum richtigen Zeit, am richtigen Ort erscheint, ein Weiser, Narada. Und interessanterweise in der Tradition, in welcher ich praktiziere, das ist die gleiche Schülernachfolge, die gleiche Parampara, die Tradition. Also meine Lehrer, wenn man alle die Lehrer zurückgeht, dann kommt man schlussendlich bei Narada Muni an. Also das ist in dieser gleichen Tradition. Und dort wird auch gesagt, dass er Zugang hat zu diesem Akasha-Chronik. Jetzt interessanterweise in den vedischen Schriften, die ich kenne, eben wird nicht direkt jetzt von dem Akasha-Chronik gesprochen, aber es wird gesagt, dass der Narada Muni Trikala-Gyan ist. Trikala-Gyan heißt, dass er Tri heißt drei und Kala heißt Zeit. Also dass er ist jemand und Gyan heißt Wissen. Ah. Also er ist jemand, der besitzt Wissen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Zeitreisen. Nicht Reisen. Also nach unserem Verständnis, also Reisen, ob es Zeitreisen gibt oder nicht, ist ein anderes Thema. Aber Zeit, also zu sehen, zu verstehen, also das Wissen zu haben über was ist passiert in der Vergangenheit, was passiert in der Gegenwart und was kann in der Zukunft passieren, wenn die Menschen entsprechend ihre jetzige Bedingtheit weitermachen. Ja. Das ist immer die Zukunft, ist immer irgendwo auch flexibel, aber entsprechend unserer Prägung ist eine gewisse Zukunft quasi prädestiniert. Mhm. Aber da gibt es auch eine Möglichkeit noch für einen Wandel. Und solche Weisen wie der Narada Muni, die haben eben diese Kraft, diese dreifachen Zeiten zu sehen. Und dann wird aber erklärt, weshalb können sie das? Weil sie in einer direkten Verbindung sind mit Paramatma. Paramatma ist ein anderer Name für Gott. Mhm. Und da kommt ein bisschen das Theistische jetzt rein, halt in meiner Tradition auch. Wir können schon von einem Feld sprechen, von einer Chronik, von einem Buch. Aber schlussendlich gibt es auch eine göttliche Person oder ein Wesen. Und Gott ist definitiv die Person, die eben das gesamte Wissen besitzt und auch hat. Und im vedischen Verständnis, klar, Gott einerseits ist ein göttliches Wesen oder der Ursprung von allem, der auch jenseits dieser Schöpfung lebt. Aber im vedischen Verständnis ist Gott auch alldurchdringend gegenwärtig. Das heißt, Gott ist einerseits im Herzen aller Lebewesen, aber auch alldurchdringend in jedem Atom. Ja. Also es wird beschrieben, man spricht dann von Mahavishnu, das ist der ursprüngliche, von ihm kommt die Schöpfung heraus und dann Mahavishnu geht ein in jedes Universum als Garbhodakshay Vishnu von ihm. Da kommt dann Lord Brahma aus dem Nabel und dann schöpft die Welten. Aber Vishnu als Kshiradaksha Vishnu geht dann wirklich ein in jedes Atom und eben auch ins Herzen aller Lebewesen. Und dort kommt auch das Verständnis von Karma, weil manchmal wird gefragt, ja, aber wie weiß man denn, was ich in der Vergangenheit gemacht habe und dass ich jetzt das Richtige verdiene oder so. Aber dort ist eben, weil das Gesetz des Karmas ist extrem komplex. Also meine, wer kann schon das alles noch nachvollziehen, diese ganzen Karma-Ströme? Aber es gibt eine Person, die das kann, das ist Gott. Also, weil er eben auch im Herzen eines jeden Lebewesens gegenwärtig ist und auch in jedem Atom, hat Gott diese Kraft, tatsächlich alles zu wissen, alles zu verstehen und überall gegenwärtig zu sein und genau zu wissen, was jedes einzelne Individuum in der Vergangenheit getan hat, was es jetzt tut und in der Zukunft tun wird. Und wenn ich als Person mit dieser Überseele oder Gott in Verbindung trete, dann habe ich Zugang zum genau gleichen Wissen. Also wenn wir jetzt sprechen, ja, ich verbinde mich der Akash-Chronik und kriege dort dieses ganze Wissen, das bestreite ich nicht, dass es auch gibt. Aber jetzt in der vedischen Tradition spricht man vor allem eben durch diese bewusste Verbindung tatsächlich auch mit Gott. Mhm. Und wenn ich mit Gott in diese Verbindung trete, dann habe ich ganz natürlich auch diesen Zugang zu diesem ganzen Wissen. Ja. Weil er ist der Ursprung von all dem. Mhm. Und das ist irgendwie, das fand ich schön, du hast vorher gesagt, oder so dieses Wissen, dass Gott immer da ist und mich sieht. Mhm. Und klar, man mag sagen, oh, ich möchte nicht, dass mich Gott immer sieht oder dass ich immer beobachtet bin. Aber
die vedischen Schriften sagen auch, man wird immer beobachtet. Also Sonne, Mond, die 10 Richtungen, die Devas, die Halbgötter und eben auch Gott im Herzen sieht uns immer. Wir werden immer gesehen, konstant, ständig. Aber das kann auch etwas Schönes sein im Sinn von, hey, ich bin nicht alleine, ich werde immer, jemand ist da, jemand ist bei mir. Oder? Mhm. Und vor allem, wenn man dann noch den Glauben hat, dass Gott bedingungslose Liebe ist. Richtig, er ist ja unser wohlmeinender Freund, der uns begleitet. Genau, und der alles versteht und der auch mich unterstützt und mich irgendwie auch versteht und nicht verurteilt, wenn ich irgendwie einen Quatsch mache. Ganz genau, dieser Param, also wir sprechen von Atma, die Seele, und Paramatma, die Überseele, also ich als Seele bin im Körper, aber mit mir ist Gott auch gegenwärtig, als Überseele, und seine Aufgabe ist eigentlich, er ist der Upadrisch, das heißt, er ist der Beobachter, aber auch der Erlaubnisgeber. Ja, also er beobachtet meine Taten und dann ergibt er Erlaubnis für meine Taten, die ich dann umsetze. Aber das Wichtigste ist, er sagt auch Suridam Sarvabhutanam, ich bin der wohlmeinende Freund eines jeden Lebewesens. Mhm. Also dieses, was du sagst, dieses Gütige, also dieses Wohlwollende. Mhm. Weil obwohl wir uns vom Göttlichen getrennt haben, oder wir sind immer verbunden, aber wir haben versucht, unser Bewusstsein von ihm wegzutreten, er ist immer bei uns und begleitet uns. Mhm. Und das ist interessant, weil in dieser Welt, wenn ich eine Freundschaft habe, wenn ich jemanden ignoriere, dann irgendwann ist die Freundschaft zu Ende. Oder dann, beruht immer auf Gegenseitigkeit. Genau, ja. Aber Gott ist die Person, die, obwohl wir ihn schon seit undenklicher Zeit ignoriert haben, oder verleugnen, er ist ständig bei uns. Mhm. Und jeden Moment ist er bei uns und wartet nur, bis wir wieder auf ihn zukommen. Mhm. Und ist sofort bereit, uns zu umarmen und uns wieder anzunehmen. Also das ist diese eben bedingungslose Liebe, mit der uns Gott begleitet und eigentlich nur darauf wartet, bis wir wieder auf ihn zukommen. Mhm. Und das persönlich gefällt mir, das sollte in dieser Tradition dieses auch persönliche Verständnis, dass Gott bei uns ist und uns begleitet. Ja. Aber ist Gott bei uns, ist das begleitet uns, aber es gibt ja auch in der Hand der Menschen Werkzeuge. Dass damit, dass hier und in diesem Auftrag Gottes, es gibt ja auch Werkzeuge, hier Menschen, die welche ist das, da stehen sie in jedem Bereich. Für mich ist die Schulmedizin, die sind ja auch ein Werkzeug Gottes, dass die Dinge, wie in jedem Bereich, alles, die Wissen, die welche stehen sie, alles ist das die Dinge. Und das auch zu lösen, ist das, deswegen ist selbst, Gott tut nicht unbedingt mit der Hand, mit anderen. Das gibt es doch die Sache, dass bei einer Überschwemmung der eine sagt, ich bin sowas, auf Gott glaube ich und ich warte auf Gottes Hilfe. Da kommt die Erste, die welche mit Gott sagt, komm. Und sagt, nein, ich warte auf die Gottes Hilfe. Zweite kommt, nein, dritte. Und dann am Ende, er ist ertrinkt und dann kommt er und sagt, Gott, ich habe doch auf dich gesagt, ich habe dir dreimal die Menschen geschickt. So hast du ignoriert. Und so möchte ich sagen, es ist in diesem Auftrag Gottes ist so, gibt es Menschen in unterschiedlichen Gebieten und in unterschiedlichen Arbeiten. Es ist nicht in der Vergangenheit, auch in Gegenwart ist das die Dinge. All diese Wissen von der Vergangenheit, um was es geht, ist das als Sprungbrett nützen und weiterzugehen. Das ist das Verinnerlichen, nicht abneigen und sagen, nein, das ist irgendwo wie die Merken oder sowas. Es ist alles mündet, ob es der Hinduismus oder Ashaka oder Akasha oder ist die morphogenetische Welt, sagt Universum, Kosmos oder sowas Wissende. Oder ist die jetzt Physiker kommen, die Quantenphysiker mit Atomen, Photonen, Biophotonen, Partikelchen, Quanten. Und diese Quanten ist nicht was anderes, sind bewusste Partikelchen. Und jede Partikelchen trägt seine Informationen, nimmt die Information. Und das ist das, wenn die Licht ist, die Seele, leuchtende Teil, aus wie viel die leuchtende Partikelchen entsteht, wie viel Information in jedem Ding steckt und was für eine Bereicherung ist für mich meine Seele, das was in mir, wie viel habe ich da Erfahrungen, wie viel das die Dinge, wie viel Wissen und wenn ich mit Gott glaube, ist das, dann ist, an Gott glauben, es ist nicht unbedingt, das ist der Negative, weil viele Menschen mit Negativität, irgendwie Glaube ist mit Negativität, mit Sünden verbunden, aber an gute Erlösung so wenig. Ja. Dass er zu Hilfe kommt, aber es ist die Hilfe nicht, ich bin jetzt Gott, das mache ich dir. Das schickt dir die Menschen, es ist die schickt, nun musst du das wollen. Mhm. Wenn du willst, du bekommst es das. Aber dieser Wille muss da sein. Ich möchte noch, du hast es auch von den Partikelchen gesprochen und du hast vorhin vom Karma gesprochen, wo dann eben im großen Universum alles, also in der Akasha-Chronik alles gespeichert ist, aber letztlich auch in dir. Mhm. Und
ich finde den Gedanken total schön, zu wissen, dass in mir Generationen und über Generationen an Wissen, an Freuden, an Leiden und so weiter gespeichert ist. Ich komme dann so in die Nähe von dieser bedingungslosen Liebe. Weil wenn ich doch alles in mir habe, wenn ich doch alles auf irgendeine Form, sei es durch die Vorfahren oder durch mich selber, wenn ich doch alles schon mal erlebt habe, wenn ich schon selber mal Mörderin war und schon Opfer war, wenn ich schon das und das gemacht habe und durchlitten und erlebt habe, dann gibt es so einen Ort, wo ich plötzlich merke, gibt es gar keinen Grund mehr zu verurteilen. Ja. Und dann plötzlich verstehe ich, was gemeint ist mit allesumfassender, bedingungsloser Liebe. So, weil Gott selber ist ja das, diese Kraft, die sich in alles, in jedes Atom hineingeht und dann selber diese Erfahrungen ja auch erlebt. Also nicht nur in Jesus Christus am Kreuz, sondern wie auch immer man das deutet, aber in jedem Menschen macht ja Gott diese Erfahrungen mit und erlebt das ja mit. Mit diesen ganzen Erfahrungen meine ich jetzige Standpunkt, ich sage es ehrlich, müssen wir Menschen, ich stelle mir jetzt die Frage zum Beispiel, müssen wir unbedingt lernen durch das Leiden? Warum wir müssen durch das Leiden lernen? Warum wir sind in voller Glück, in voller Freude? Vergessen wir das irgendwas, dass wenn wir in voller Glück, Freude, voller, brauchen wir Entbehrungen, um auf die Lernweg zu gehen müssen? Oder was? Das ist das bei uns, was steckt noch. Für mich ist, ich bestelle das Universum, möchte ich so schön, dass die Menschen, wir gehen auf diese Selbsterkenntnis, Lernweg, auf den Weg des Erkenntnis in voller Zustand, voller Glück, voller Freude, Frieden mit, wo ich, mir geht es gut, wo mir geht es, ich bin voll, dass die Dinge und ist das nicht so weit kommen, dass ich unten liege ich und dann versuche rauskommen dadurch. Das wäre, für mich ist das mein Traumwunsch oder Wunsch ist das, ich wünsche mir und ich wünsche den Menschen, dass die Dinge, und das wünsche ich mir. Da möchte ich nicht, dass diese Leid, das ist das viel wird. Das ist die meine, das, was ich zum Beispiel, meine Meditation, meine sagt, liebe Gott, liebe Engel, liebe Gott, liebe, dass die Dinge, gib uns diesen Bewusstsein, dass wir Menschen, dass die Dichtheit löst, rum und jedem Mensch, Dichtheit löst rum um jede Familie, Dichtheit löst in jedem Land und in einem ganzen Planet, die Erde und so alles und löst sich auf, so weit, dass wir in voller Glück und der Liebe erkennen, wer wir sind, wohin und diese Erkenntnis weg und schöpfen unsere Zukunft in Liebe sein können. Denn solange bin ich nicht in Liebe, wenn ich komme an schöpferische Kraft, dann tue ich so viel Leid, so werde ich viel antun, ohne dass mir bewusst. Es geht um bewusst zu werden. Ja, man sagt, vielen Dank, dass du es ansprichst, das ist ein wichtiger Aspekt, ne? Also Lernen durch Erkenntnis, man sagt ja immer, das ist der königliche Weg, ne? Und wie oft sagt man, wenn jemand eben in einer, ja, wenn jemand auf so einem Leidensweg unterwegs ist und man erkennt von außen schon, das, was sein blinder Fleck ist, ne? Und man erkennt von außen schon, was er eigentlich nur tun müsste, damit er da rauskommt. Und dann sagt man immer gerne, ja, da ist der Leidensdruck noch nicht hoch genug, oder? Manchmal, ja, das ist dann eben das, was du sagst. Du würdest dir wünschen, die Menschen würden eher lernen durch einfach Erkenntnis, ne? Dass man sagt, oh, irgendwie. Mir geht es gut, das hat heute so, aber was habe ich, was mir fehlt ist doch, das ist die Dinge. Warum es geht es? Warum ist die Dinge? Es ist Neugier, das, was, wer bin ich? Bin ich nur das Körper? Was ist das? Und das ist gehen in diesen Selbsterkenntnis, in den Weg, in die drin und in diese Weg zu finden, Seele, und da kommst du automatisch zum Gott. Mhm. Ohne Seele kommst du nicht zum Gott. Ich denke, es ist auch interessant, weil eigentlich die Ursache von Leid ist eigentlich immer Avidya oder Unwissenheit. Mhm. Also, weil wir unwissend sind, erfahren wir Leid. Und sobald umso mehr Wissen und Erkenntnis haben, umso mehr können wir uns von Leid distanzieren. Und eigentlich ist es ja auch ein Ausdruck von Gottes Barmherzigkeit,
dass er uns eigentlich so viele Mittel geben möchte, eben jetzt wie die Akash chronisch oder dass die Möglichkeit, dass man eben, ja, die Möglichkeit, dass es Zugang gibt zu Wissen, wo wir Verständnis holen können oder in der Form von Astrologie oder in der Form von meinem Wissen auch Handlese. Ich meine, es ist nur verrückt, wir haben einen Körper und im Körper drin gibt es die Betriebsanleitung für mein Leben, ist bereits in der Hand drin. Oder ich muss nur lernen zu verstehen und zu lesen, was möchte mir Gott mitteilen, was ich in diesem Leben lernen soll, steht in der Hand drauf. Oder das, ja, oder Iris Diagnostik. All diese eben, das sind ja alles Hinweise, eben, dass es eben eine kosmische Ordnung ist und dass Gott ganz bewusst diese Dinge in die Schöpfung mit eingegeben hat, damit wir Instrumente kriegen, damit wir Möglichkeiten haben, eben auch ohne Leid zu lernen. Dass wir, und auch die Heiligen Schriften aus all den verschiedenen Traditionen, eine Heilige Schrift sollte eigentlich auch wie eine Betriebsanleitung sein fürs Leben. Also Gott gibt seine Worte, seine Anweisung, damit wir lernen können, in dieser Welt zu leben, eben ohne so viel zu leiden, weil es eigentlich auch so ginge, wenn man die Anweisungen auch folgt. Und das finde ich ein schöner Gedanke auch im Sinn von, dass eben der gütige Gott im Sinn von, der uns versucht, auf verschiedene Wege zu helfen. Und natürlich vor allem auch von innen her, durch die Überseele, die von innen uns auch nur die Intuition oder die innere Stimme, die uns eigentlich die ganze Zeit schon sagt, was gut ist und was nicht gut ist. Aber oft hören wir sie nicht. Und dann gibt es halt auch von... Und meine, der Lehrer, das heißt der geistige Lehrer, der spiritual Lehrer, ist eigentlich nichts anderes als Gott, der im Äußeren Form annimmt und erscheint. Also das heißt, im Vedischen der Guru oder der Lehrer, eine andere Name ist Sri Krishna Kripa Murti. Das heißt, der Lehrer ist eine Verkörperung der Barmherzigkeit Gottes. Also wenn Gott sich mir barmherzig zeigt, dann erscheint ein Lehrer vor mir, der mir den Weg zu Gott aufzeigt. Das ist eigentlich die Idee. Und meine eine Person wie Jesus Christus ist so eine verkörperte Form der Barmherzigkeit Gottes. Oder der kommt in diese Welt, um den Menschen den Weg aufzuzeigen. Und das ist eigentlich die Art und Weise, wie Gott uns eben von innen her helfen möchte, durch diese Propheten, Lehrer, Söhne, die er schickt. Wir müssen nur einfach empfänglich sein, diese Hilfe auch anzunehmen. Ja, genau. Das ist, und was mich sehr tröstet und auch immer entspannt, ist so die Vorstellung, dass, es ist nicht nur eine Vorstellung, ich glaube es zu wissen. Mhm. Auch wenn wir blind sind für all diese Zeichen, auch wenn wir nichts checken, nichts annehmen, weil wir einfach aus irgendwelchen Gründen nicht können oder nicht wollen können oder können wollen, wie auch immer, dass irgendwie die Liebe Gottes so groß ist, dass wir dann trotzdem wieder nach Hause kommen oder wieder in diese Allliebe eingehen. Also dass es nie zu spät ist und dass kein Mensch zu schwach ist und dass kein, also es kann wie niemand verloren gehen. Das ist etwas, was ich zutiefst glaube. Mhm. Ich auch. Ja. Ich habe einmal erlebt in meiner Praxis, ja, einmal, das ist da kam eine Frau, ja, Oma, hat gesagt, ich bin die Oma geworden. 5, 6 Tage, gesagt, Kind an dem Moment geboren, sie hat einen bekannten Astrologen arrangiert, ja, Sternzeichen, was du vorher hast du gesagt, ja, diese Sternzeichen, unter die welche Potenzial dieses Kind hat. Und das, die hat angeschaut, er ist in 2 Richtungen, ja, hat 2 Möglichkeiten, Musikmöglichkeiten entwickeln und in Mathe oder irgendwo was, das die Dinge. Und sie kam zu mir und hat gesagt, ich möchte es wissen, in welche Richtung, was steckt da hinten. Ich habe mich gewundert, ja, aber dann die Hintergründe anschauen und da was rauskam und ich habe diese Oma gewundert. Ich habe gesagt, ist immer, sagt sie, ja, wir machen wie immer und diese Seite unterstützt. Und dann viele Jahre später habe ich gesagt, na, sagt sie, in Musik, in diese Dinge und sie war so glücklich wie das Enkelkind und die Eltern waren die glücklich. Es gibt so viele Werkzeuge, was möchte ich damit sagen? Es sind uns so viele Werkzeuge gegeben worden hier, um dass die Kinder, wann fangen die an bei Kinderleid, wann die sind nicht, ist das, wenn sie nicht, werden nicht herausgefordert, ihr Potenzial, was sie hingebracht haben. Und ich denke, wir sind als Eltern auch zuständig, diese zu fordern.
diese Herausforderung, den Potenzial. Und wenn wir mehr bewusst, wenn wir mehr nutzen, wie unterschiedliche Möglichkeiten und zu entfalten dieses Kind, eben in diese Richtung oder in die andere Richtung geben Möglichkeit und du musst, kannst du das machen, dass die Dinge sein diese Interesse wecken und dann ist das, denke ich, dieses Kind, dieses Mensch dann im Erwachsenenleben wird es erfüllteres Leben leben. Mhm. Ich muss zu meinen Aufgaben als Elternteil so kommen, von alle Aspekten hinein, mit Liebe erfüllten Liebe. Was ist das? Was Möglichkeiten gibt es? Das ist das, für mich ist das interessant, wie du hast gesagt, Erkenntnis nicht durch das Leiden, es wäre schön, Erkenntnis ohne Leiden. Genau. Das ist das, was ich wünsche mir, worum ich bete ist, und das ist mein innerlicher Wunsch, was ich stelle heraus, wenn ich sehe alltäglich, wie die Menschen leiden, die es kommen, die krank und so, müssen sie unbedingt so krank sein, um diese Info und diesen Erkenntnis zu bekommen? Nein. Mhm. Ja. Deswegen nicht nur die Kinder sollten wir ermutigen, ja, und auch diese Kinder auch uns erwachsen gegenseitig. Werden. Ja, ne, du tust es ja, ihr tut es ja als Therapeuten, ja, als Begleiter von anderen Menschen, tut ihr ja nichts anderes letztendlich, als die Menschen zu ermutigen, in ihr Potenzial zu kommen. Und ja, das wäre schön, wenn wir das alle gegenseitig tun. Und uns, wie sagt man so schön, man sollte die Menschen nicht so behandeln, wie sie sind, sondern wie sie sein könnten und wir machen sie stärker. Ganz genau, ja. Schön. Ne? Wunderbar. Wir sind schon leider wieder am Ende dieser Diskussion oder dieses Gesprächs angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Beiträge, für eure Expertise, die ihr mitgebracht habt, um wieder ein bisschen Hoffnung in die Welt zu geben. Und möge es so sein, dass wir alle zukünftig immer mehr aus Erkenntnis lernen und nicht erst aus Leid. Ohne Leid gehen wir auch unsere Erkenntnis weg. Lachen. Ja, glücklich. Vielen Dank, ihr Lieben. Danke. Alles Gute für euch. Ja, danke auch. Gleichfalls. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie haben auch etwas Hoffnung geschöpft aus unserem Gespräch und Sie haben auch eine Vorstellung bekommen von der Akasha-Chronik oder dem morphogenetischen Feld und welchen Nutzen es uns auch bringen kann. Und ja, wir sind, glaube ich, alle dazu aufgerufen, den Beitrag an Gedanken und Gefühlen, die alle in diesem göttlichen Gedächtnis abgespeichert werden, achtsam damit umzugehen, damit wir dieses Feld nicht noch mehr verdichten, sondern damit wir es lichter machen, damit wir mehr Zugang zu einem göttlichen oder zu der all-einen Kraft, wie auch immer Sie das bezeichnen möchten, ist ja völlig egal. Aber das würde ich uns allen wünschen. Also im Namen meiner Gäste wünsche ich Ihnen wie immer Gesundheit für Körper, Geist und Seele und bleiben Sie achtsam, wachsam und gerne auch liebevoll und vor allen Dingen in der Gegenwart. Und betrachten Sie sich aus der Gegenwart, entscheiden Sie aus der Gegenwart und daraus trifft man die besten Entscheidungen für die Zukunft. In diesem Sinne, schauen Sie auch das nächste Mal wieder rein, wenn Sie mögen. Ich würde mich freuen. Bis dahin, auf Wiederschauen. Herzlichen Dank fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte gehen Sie auch mal auf Wikisana, registrieren Sie sich da und schauen sich alle diese Sendungen auch ohne Werbeunterbrüche an. Und bitte auch diesen YouTube-Kanal abonnieren. Das hilft nicht nur uns, sondern auch der weiteren Verbreitung von unserem Sender. Hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt. Viel Spaß, alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.